Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde und Feinde, zu einem neuen Video vom Team MGA. Und in unserer heutigen Episode wollen wir uns einmal mehr aus dem reinen Airsoft-Gedöns hinaus bewegen und einen Schritt tun in ein benachbartes Themenfeld, nämlich Outdoor, Camping, Trekking, Survival, Wandern, Reisen, also alles Sachen, die irgendwie mit Airsoft zusammenhängen. Dazu wollen wir uns heute einmal drei unterschiedliche Gadgets angucken, die nicht unbedingt jetzt so super neu oder selten sind, aber trotzdem sie doch recht nützlich sind, immer noch in sehr wenig Ausrüstung und im Equipment von diversen Airsoft-Spielern zu finden sind. Den Anfang macht heute die Powerbank, das ist die hier. Die werden sicherlich die ein oder andere von euch schon kennen. Das Prinzip ist eigentlich ganz einfach. Man lädt die zu Hause auf, zum Beispiel an einer Steckdose oder auch am USB-Anschluss, hat dann unterwegs ein wenig Strom dabei. In diesem Fall sind das gut 2000 mA. Damit kann man schon mal ein Smartphone, GPS, Tracker, Navi etc. pp. So zur Hälfte oder bei manchen älteren Telefonen auch vielleicht sogar zweimal laden. Gedacht ist das Ganze wirklich ganz einfach. Wir haben hier unseren Standard-USB-Anschluss. Hier in diesem Fall ein Mini-USB. Stecken wir den Mini-USB in die Powerbank, können wir die aufladen. Andersherum gibt sie Strom wieder ab. Diese schließen wir dann ganz einfach an unser Smartphone oder Navi oder was auch immer an. Und so wird das Gerät halt, solange wir hier Strom haben, geladen. Ganz neu ist die Idee dahinter nicht. Das Ganze gab es schon vor etwa 10 Jahren oder vielleicht sogar noch länger. Damals waren es dann halt noch so kleinere Plastikboxen, in die hat man zum Beispiel 4 R6 Batterien reingetan und dann konnte man auch sein Nokia, Siemens, was auch immer Handy unterwegs laden. Diese Powerbanks gibt es seit einiger Zeit in etwas besser sortierten Elektrofachmärkten oder auch Versandhäusern. Inzwischen ist das Ganze aber aufgrund der steigenden Verbrauchswerte von Handy-Akkus auch im Mainstream angekommen und somit kann man die Teile auch für inzwischen auch wirklich gutes Geld in Mediamarkt und Saturn etc. kaufen. Aber meistens sind diese Dinger dann mit irgendwelchen Firmenlogos bedruckt und kosten gleich 30 Euro, obwohl sie im Endeffekt doch nur 5 oder 10 wert sind. Unser zweiter Kandidat ist ebenfalls eine Powerbank, diesmal nur mit 450 mA, dafür aber mit kleineren Extras, die wir vielleicht mal erwähnen sollten. Zunächst haben wir hier auch den Standard-USB-Anschluss, mit dem wir das Gerät quasi an jedem USB-Anschluss laden können. Auf der anderen Seite finden wir einmal Micro-USB und auf der Unterseite zum Ausklappen befindet sich sogar ein iPhone-Stecker für iPhones und iPads der etwas älteren Generation. Aber das Hauptaugenmerk bei diesem Gerät liegt auf der Fläche hier vorne. Das ist nämlich eine Solarzelle. Damit können wir letztendlich problemlos unterwegs am Rucksack hängend das Gerät aufladen und haben dann abends wieder eine kleine Menge Strom, die auf jeden Fall für ein Notfallgespräch oder zum Weiterladen im späteren Verlauf des Tages ausreicht. Außerdem, der Trick ist natürlich so simpel wie einfach, man kann nur drauf kommen. Und schon verfügen wir über eine Powerbank mit angeschlossener Solarzelle, die sich auf 2,5 Ampere steigern lässt. Und zu guter Letzt interessiert uns dieses kleine Gerät hier. Das ist ein sogenannter Tür-, Fenster- und Handtaschenalarm. Der hat, wie der Name schon sagt, eine Alarmfunktion und außerdem bei diesem hier auch noch eine Taschenlampenfunktion. Die gibt es auch seit etlichen Jahren. Beispielsweise über Amazon bekommt man die problemlos oder auch im Baumarkt um die Ecke. Das ganze Prinzip funktioniert eigentlich sehr einfach. Man macht dieses Gerät irgendwo fest, zum Beispiel mit der kleinen Schnalle hier oder mit diesem Band. Und dieses Band macht man an der anderen Seite fest, zum Beispiel die Sache, die losgerissen werden kann. Beispielsweise habt ihr das, wenn ihr eine Frau seid, in eurer Handtasche, in eurem Rucksack und das am Gürtel oder sonst irgendwie an euch selbst befestigt. Sobald jemand euch also die Handtasche, den Rucksack, die Laptoptasche, was auch immer entreißt, wird dieser kleine Stift hier gezogen. Das gibt einen Höllenlärm, solange die Batterie irgendwie Saft gibt. Und damit ist der Dieb sehr weit zu hören. Wenn mit ein bisschen Glück wirft er vielleicht sogar die Tasche vor Schreck weg und lässt euch in Ruhe und ihr habt euer Hab und Gut behalten.
Aber jedenfalls, damit kommt er auf jeden Fall nicht sehr weit, gerade bei solchen Gelegenheiten, bei den Taschendiebe gerne zuschlagen, zum Beispiel im dichten Gedränge auf dem Weihnachtsmarkt oder auf Volksfesten. Damit ist der Dieb zumindest hörbar und lässt sich vielleicht auch leichter sichtbar machen. Den Stift rausziehen tun wir jetzt nicht, denn das würde wahrscheinlich die Boxen eures PCs sprengen. Betrieben wird dieser kleine Helfer über eine 9 Volt Blockbatterie, die hier durch das Lösen von zwei Kreuzstützschrauben ganz einfach einlegen und wechseln könnt. Damit ist sie auch nicht einfach so vom Dieb jetzt mal eben mit zwei Handgriffen zu entfernen. Und die Einsatzmöglichkeiten sind natürlich ultra vielfältig. Ihr könnt damit eure Fenster zu Hause sichern, wie bereits angesprochen den Rucksack. Ihr könnt beim Airsoft-Spielen auf einem Gelände eure Gearkisten sichern oder wenn ihr auch was mal kurz unbeaufsichtigt lassen wollt. Ein besonderes Schmankerl dabei ist noch dieses kleine Gerät hier. Das kommt ebenfalls hier in den Klinkeneingang des Alarms. Und diese andere Seite hier besteht aus zwei Metallplättchen, die, sofern sie frei sind, auseinanderspringen. Durch das Auseinanderspringen wird wiederum der Alarm freigegeben. Damit lässt sich diese Seite auf jeden Fall sehr gut für zum Beispiel Kellertüren oder eben die erwähnten Fenster nutzen. Und es ist halt auch nicht so einfach, diesen Alarm mal eben wieder zu deaktivieren. Zumindest die Schrecksekunde ist auf jeden Fall da. Das war es auch schon wieder für unser heutiges Video. Wir hoffen, wir konnten euch einen kleinen Einblick geben und die Geräte ein wenig vertrauter machen. Das Ganze ist wie gesagt nicht neu, leicht und auch relativ günstig zu beschaffen. Und so manches Gerät macht doch in der Ausrüstung, vor allen Dingen unterwegs oder irgendwo, wo wir uns nicht auskennen, sei es in der freien Natur oder in einer fremden Stadt, sehr durchaus Sinn. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns einen Daumen hoch. Falls ihr noch Fragen habt, schreibt uns in die Kommentare. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal und weggetreten.